wartet ein bisschen vor der Startzeit, aber die Hobbys sind unterwegs, aber an der Innenseite und dann ist sofort Frontera mit Giant Van Baumus in vorderster Linie auszumachen, dahinter Matrix Bush, dann sehen wir Stan und am Ende des Feldes zunächst einmal Duni, aber der Duni, der ist ein bisschen größer als die anderen, der könnte mit Sicherheit noch in die Entscheidung eingreifen. So, Giant Van Baumus, der Kopf, so, jetzt müssen sie natürlich alle um die Kurve rennen, da wollen die Ponys aber nicht so recht wie ihre kleinen Reiter und Reiterinnen, es geht auf jeden Fall in die Zielgerade hinein. Gut, der führt außen, ist das Patrick Swish da mit Alia Jalza, greift dort an. Außen Patrick Swish, innen Butera, dahinter Aaron, an der Außenseite Stan und Toni, der hat heute nicht so ganz viel Lust. 250 Meter sind das noch, vorne Patrick Swish, an der Innenseite werden Butera jetzt nicht mehr schwer, außen Stan und ja, jetzt findet Toni doch mal ein bisschen besser Tritt und der Weg ist noch weit bis zum Ziel, 200 Meter, aber Patrick Swish, vier Spiele sich auf jeden Fall überlegen waren, denn Alia Jalza, Dritter und dann Butera, Toni und Aaron als Mode.